Nicht nur die Fans fiebern dem Drehstart von Der Bergdoktor entgegen, sondern auch die Stars. Denn das bedeutet, bald gibt es neue Folgen. Ronja Forcher ist ganz aufgeregt. Elmau, die Fans von Der Bergdoktor müssen gerade eine Durststrecke durchlaufen. Denn die 17. Staffel der idyllischen Arztserie ist Anfang März 2024 über die Bildschirme geflimmert. Bis Hans Siegel, 54, Marc Keller, 58, Ronja Forcher, 27, und die übrigen Darsteller wieder neue Geschichten aus der Alpenlandschaft in Elmau liefern. Wird wohl noch eine Weile vergehen, doch zumindest der Startschuss für die Dreharbeiten fällt schon bald. Ronja Forcher durfte bereits einen Blick ins Drehbuch werfen. Drehbuch per Mail erhalten. Ronja Forcher fiebert dem Bergdoktor Drehstart entgegen. Hans Siegel nutzt die Bergdoktor Pause für ein neues Projekt, und auch Marc Keller ist derzeit mit Let's Dance gut beschäftigt. Immerhin muss der Dr. Alexander Kahnweiler, Darsteller für die RTL-Tanzshow, ordentlich proben und trainieren. Langweilig wird es sicher auch ihrer Kollegin Ronja Forcher nicht, denn sie hat vor kurzem sogar eine eigene Dirndl-Kollektion gelauncht. Dennoch freuen sich die Stars, wenn es im Mai mit den Dreharbeiten weitergeht und alle am Set aufeinandertreffen. Der erste Einblick in die neuen Handlungen war für Ronja Forcher total emotional. In ihrer Instagram-Story berichtet die Lilli Gruber-Darstellerin von dem Moment, in dem sie das Drehbuch für die kommende Staffel, die 18., erhalten hat. Das Skript sei ihr nämlich per Mail zugeschickt worden. Wie es sich anfühlt, wenn ich meine Mails öffne und das Drehbuch der Folge 1, Staffel 18 darin auf mich wartet, schreibt sie und teilt dazu ein Foto, auf dem ein Regenbogen zu sehen ist. Auf einem weiteren Foto stellt sie dar, wie sehr sie sich den Start der Dreharbeiten herbeiwünscht. Neue Folgen vom Bergdoktor betitelt sie den Regenbogen. Ich, die sie bald drehen darf, kommentiert sie die Szene, in der sie sehnsüchtig in die Ferne schaut.